Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind letztens stehen geblieben. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich habe jetzt eine Woche nicht mehr gespielt. Wir haben das Krankenhaus verlassen und sind durch die Stadt gelaufen. Die letzte Folge war sehr actionreich, das weiß ich noch. Und wir haben ein riesen, etwas großartiges Monster unter unserem Boden gehabt, was wir jetzt vielleicht noch einmal treffen. Und ob das wahr ist oder nicht, das schauen wir uns doch jetzt mal an. Legen wir los. Denn ich bin der Meinung, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Was uns erwartet, das sehen wir bald. Let's go. So. Munition habe ich noch genug, glaube ich. Pistole? Ja, doch. Mehr als genug. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir waren dann doch dabei, das Mädchen zu suchen. Hier gehe ich doch, glaube ich, gerade zurück, oder? Ja. Ach ja, hier war der Raum, wo ich dachte, hier wäre ein Bosskampf. Aber dem war ja leider nicht so. Hä? Ach ja, musste den Schraubenschlüssel benutzen. Stimmt, ich bin ja letztens nur kurz rein. Und dann ja wieder zurück. Genau. So, hier ist nichts. Ja, und hier war dieser Boden. Genau. Ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt Besuch kriegen. Ich sag's doch. Ist aber dunkel. Da ist es. Was bist du denn? Hey. Du kleines. Noch eins. War das? Gut, ich hätte wahrscheinlich auch einfach durchlaufen können, aber ich wollte es mal abschießen. Was war das, bitteschön? Huh. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach ja, stimmt, wir sind jetzt hier oben. Aber im Untergrund, okay. Interessant. Jetzt sind wir nicht mehr im Untergrund. Hä, wo sind wir? Lol. Okay. Sind wir wieder im Park, ne? Genau. Ja, wo wir Marie getroffen haben, das erste Mal. Die wir leider verloren haben. Könnte jetzt hier was Neues gespawnt sein? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ist das Spiel überhaupt laut genug für euch? Das sieht mir ein bisschen zu leise aus. Moment, das regeln wir. Oh. Laufen wir gerade zurück. Stimmt, wir sollten ja ursprünglich an die Statue. Hat uns das Telefonat ja, glaube ich, gesagt, oder? Oder der Zettel? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ist schon eine ganze Weile her, wo ich gespielt habe. Oh, wer ist da? Stimmt, die gab es ja auch noch. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't
She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? Dass die immer wegrennt. If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Okay. Das habe ich jetzt. Hat die irgendjemanden gesehen? Was liegt die hier? Oh, da war was vergraben. Lesen. Mein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Es hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe das Ding gesehen. Ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in seine Nähe. Jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deine Seele gnädig ist. Wer schreibt mir das? Schlüssel zum Geschichtsverein. Aha. Zoom. Okay. Und das ist wo? Ah, mir fällt auch gerade auf, wir sind gar nicht mehr in der Parallelwelt, oder? Das ist doch die normale Stadt. Er müsste mittlerweile auch ein richtiges Arsenal an Karten haben, oder? Die andere Weltkarten hat er gar nicht, okay. Aber wo ist dieser Verein jetzt? Warte mal, jetzt kommt man ja raus. Genau. Ist es das Gebäude hier? Nee, das da. Nee, wo ist denn das? Ach, Polizeiauto ist das. Ah, mir fällt doch gerade ein, jetzt sind wir hier, wo wir den Wagenheber gefunden haben. Jetzt können wir das ja mal lösen, das Rätsel. Mit dem renne ich ja schon seit Ewigkeiten rum. Oh, es ist dunkel, ey. Ist ja Wahnsinn. Hier zu. Hier hinten hat man irgendwo den Wagenheber ja genommen. Wo dann auf einmal die ganzen Gegner kamen. Muss irgendwo hier hinten links gewesen sein.
Aha, hier waren wir auf jeden Fall, die Scheiben sind kaputt. Genau, hier war die Tankstelle. Glaub, hier in der Ecke war der, genau. Hier hat man den her. Hier liegen auch noch die Blutdinger. Aber für was ist der? Was drin? Nein. Komme ich in die Tankstelle? Da habe ich gar nicht geguckt. Zu. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Schauen wir uns mal hier weiter um. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Pete's Kegelbahn, Reverse Theater, Mondlicht Park, Blue Creek Apartments. Achso, ja. Oben links steht's, das ist eingekreist, wo wir hin müssen. Ah, ich will trotzdem mich jetzt hier erstmal umgucken. Das wird jetzt mal so eine kleine Untersuchungsfolge. Oh, hier können wir sogar rein. Kegelbahn. Aber wäre halt schön, wenn hier mal Licht wäre. Ja, ihr müsst jetzt gerade so noch erkennen können. Hallo, jemand da? Nein. Oh, hier ist ein Speicherpunkt, okay. Der wurde jetzt markiert. Ne, wurde er nicht. Aber jetzt. Na, immer noch nicht. Dann speichere ich mal. Ja, wie ihr seht, 5 Tage ist es her, wo ich letztes gespielt habe. Aber ein bisschen her. Oh, du guckst auf was, ah. So ist wieder der Eingang, okay. Aber wir sind noch nicht fertig mit umgucken. Da ist was. Ugh. This town's full of monsters. Who could just sit here and eat pizza? Finde die Pizza im Pete's Kegelbahn. Und das ist eine Trophäe. Okay. Kann man machen. Noch irgendwas? Ne. Oh, hier liegt was. Hier sind wir da draußen. Okay, aber die anderen Häuser sollten möchte ich mir auch noch angucken. Die Melodie ist gar nicht fürchteinflößend. Genau, hier kommt jetzt noch ein Gebäude, wo wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, ist irgendwie alles zu ruhig hier. Hier ist eine Treppe. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist bestimmt auch für eine Trophäe irgendwas. Oh, hier ist zu. Hier kommen wir ja gar nicht weiter. Okay, warum wird das nicht markiert? Das ist ja blöd. Na gut, dann gehen wir jetzt doch zum Verein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Schon da? Nee, ist auch ein Gebäude.
ist aber verschlossen. Oh, da liegt noch was. Dachte ich mir schon. Sind wir jetzt auf dem Parkplatz vom Verein? Noch irgendwas? Hier vielleicht. Ja, Heilung. Können wir mal eins nehmen. Was haben sie hier gemacht? Wieder Straße eingestürzt? Okay, wir können weit laufen. Ja, geht's hier hin? Hier liegt einfach mal Munition und natürlich Straße eingestürzt. Oh, hallo. Ich kann fortgehen, indem ich hier bleibe. Ich kann nur fortgehen, indem ich hier bleibe. Okay. Oder auch nicht. Wow. Was war das? Hä? Kommst denn du her? Sind die jetzt vom Himmel gefallen oder was? Komisch. Dann gehen wir mal hier rein. Dürfte ja eigentlich nicht so groß sein, das Gebäude. Eigentlich. Also Speicherpunkt. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gibt's hier eine Karte oder ne? Oh. Wir gucken uns erstmal um. Ich denke mal, da geht dann irgendwie das Spiel weiter. Du guckst nach links. Hier fehlt was. Oh, neues Rätsel, ja? Gemälderätsel. Ja, okay, das ist jetzt nicht alles vor. Könnt ihr Pause machen. Oh. Natürlich. Geht's hier sonst wohin? Kann sein, dass es unter dem See geht, oder? Das ist interessant. Misty Day. Nebliger Tag. Nachlass des Urteils. Kohlegrube, okay. Scheint doch kein Rätsel zu sein. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Sieht sehr einladend aus. Auf jeden Fall sehr dunkel. Was ist eine Melodie? Ich kann keine Karte öffnen. Die gefällt mir nicht. Wo führt das hin?
lange dunkle Gang ins Ungewisse. Was in den Abgrund. Okay. Warum nicht? 11. September 1820, Häftlingsnummer C221. Mhm. Das ist jetzt hier ein Knast oder was? Ach hier. Karte wäre schön. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Tod durch Aufspießen, eine Hinrichtung im Gefängnis, Tod durch das Aufspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Gefangenlager Toluca, 1862, erreichte Lager wurde amerikanisch Bürgerkriegs oder Gefangene. Okay, ist das doch wichtig? Ging aber noch ein anderer Weg, ne? Du willst da aber nicht reinspringen, oder? Bevor ich da X drücke, gehe ich mal in die andere Richtung. Nicht, dass der reinspringt und ich komme nicht mehr zurück. Hä? Hä? Bin ich besoffen? Ach hier. Ach nee, das war schon der andere Weg. Okay, ich muss doch da rein. Ich habe gerade ein bisschen selbst an mir gezweifelt. Wer macht sowas? Wer denkt sich, boah, geil, ein tiefes schwarzes Loch. Ich springe einfach mal rein. Das macht kein Mensch. Aber ich habe keine andere Wahl. Der hat Eier, der Junge. Und wie hoch war das jetzt? Ach hier. Ja, jede Wand braucht immer drei Schläge. Und das ist wohl falsch. Mal immer die. Und Tor Nummer 2 ist auch falsch. Dann nehmen wir Tor Nummer 3. Ob das immer das dritte ist oder ob ich einfach jetzt die falsche Reihenfolge gemacht habe. Wer weiß. Alter, wo rennt er hier rum? Wer hätte es gedacht? Ich gehe doch erstmal hier lang. Wow. Hier ist ein Speicherpunkt.
Nee. Schlüssel mit Spiraltext. Stimmt, da steht irgendwas drauf. Lieder. Und. Hm. Ey. Habt ihr eine Macke oder was? Oh, das ist eklig. Ich glaube, ich sollte mal den Schlüssel untersuchen, ne? Steht nichts. Ist das abartig, ey. Junge. Was weiß ich, was für ein Code? Die 1 leuchtet auf jeden Fall. Mein Gott. Steht hier irgendwo was? Nee. Die sauberen. Ich sollte die sauberen Tasten nehmen. Macht mehr Sinn. Jetzt ist die Tür hier offen. Noch? Wie tief willst du noch, Kollege? Hart. Ja. Also, das sieht mir nichts aus, als ob er das überleben würde. Warum? Okay. Who are we? Big deal. Eddie. Just put the gun to their head and Eddie. Oh. Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Attacked you. And you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? Komisch, dass der da sitzt. I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean. The way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes.
his eyes. He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't... You can't just kill someone because the way they looked at you. Der dreht langsam durch, ja. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Wie ist der hier hingekommen? Ist der auch die zwei Löcher runtergesprungen? Ich wage es zu bezweifeln. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass Eddie den erschossen hat. Das sieht schon aus, als würde er viel länger hier sitzen. Ist hier noch irgendwas? Schauen wir uns mal kurz um. Sieht aber nicht so aus. Ich nehm's zurück. Wieder so ein Ereignis? Keine Ahnung. Oh. Gehen wir mal Eddie hinterher. Er dreht nämlich, glaube ich, langsam durch. Kann das sein? Das für ein Geräusch. Eddie, wo bist du hin? Was ist das für ein Gebiet? Gewehrkugel? Es gibt ein Gewehr? Okay, wusste ich gar nicht. Ich wusste von der Schrotflinte, ja. Gefängnis Toluca. Ach du Scheiße. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hatte den Schlüssel zum Schrank, also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen ihn in den Händen bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr, bevor es in die falschen Hände gerät. Also, Zeugenkontrolle. Da müssen wir hin fürs Gewehr. Ach, hier ist es. Ah. Ein Gewehr. Wo ist denn die Zeugenkontrolle? Da oben. Was? Alter Schwede. Ja, ich glaube, das Let's Play geht noch eine ganze Weile. Hammerhart. Wie groß ist denn dieses Gefängnis? Das ist ja heftig. Ich habe ja schon gehört, dass Silent Hill lange geht. Also es geht länger als das Original auf jeden Fall. Aber dass es echt noch so viel vor uns liegt. Wahnsinn. Ja. Wir schauen uns jetzt mal um. Die wird wahrscheinlich zu sein. Dachte ich mir. Eieiei. Was ist die Kapelle? Oh, Gewicht. Du kannst da platzen. Hier gibt's noch Raum hier hinten. Oh, was gibt's hier alles? Eine leere Schublade. Was haben wir hier? Die Häftlinge spüren keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig, wie die Sünder, die sie sind.
denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. Okay. Na, du kannst weiterlaufen? Hallo? Hing gerade irgendwie fest. Kam es jetzt aus dem Beistuhl raus oder was? Oh, was ist hier? Okay. Oh, das sieht aber nach einem sehr, sehr üblen Gefängnis aus. Sehr einladend hier alles. Oh, mal so eine gewisse Zeit. Wo bist du jetzt hingekrabbelt? Wo ist die Sau hin? Der ist da reingekrabbelt. Da ist einer. Bleib liegen. Gucken wir mal, ob wir alle Zellen aufmachen können. Aber wozu ist das Licht gut gewesen? Da ist ein Loch. Hier ist komplett dicht. Hier kann ich nicht rein. Okay, warum kann ich... Ich glaube, hier wird noch eine Verfolgungsjagd stattfinden, kann das sein? Aber bist du? Was markiert. Kopflose Schlange, hornloser Ochse. Verstehe ich nicht. Interessant. Was sind die denn? Kommst du aber mal her? Oh. Ja, James, kein Zielwasser getrunken heute. Das mit diesen Schaltern verstehe ich nicht so ganz. Machen die irgendeine Tür auf oder was? Naja.
Oder müssen wir von Schotten? Ne, das schaffen wir ja gar nicht. Müssen wir uns mal weiter umgucken. Das Durchkriechen wird auch... Oh! Das war mies. Da hat jetzt nochmal Glück gehabt. Das war echt mies, wie der sich da versteckt hat. Wo ist eigentlich der Krabbelheini? Eber? Okay. Haben wir jetzt alles. Hier geht's zum Hof. Die wird aber zu sein. Oder auch nicht. Aber okay, was uns hier in den Hof erwartet oder ob hier überhaupt was ist, das sehen wir in der nächsten Folge von Silent Hill 2. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und mir zuguckt, wie ich dieses Spiel hoffentlich auch irgendwann mal beende, weil das geht ganz schön lange. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday. Macht's gut.